Ein Stromkreis besteht aus einer Stromquelle von 230 Volt und zwei in Serie geschalteten Verbrauchern mit den Widerständen 25 Ohm und 60 Ohm. Berechne den Gesamtwiderstand, die Gesamtstromstärke und die Teilspannungen, die an den Enden der beiden Verbraucher auftreten. Hier ein Modell der Situation. Und für dieses Modell haben wir die Kirchhoffschen Gesetze zur Verfügung. Die Gesamtspannung U beträgt 230 Volt. Der Widerstand R1 beträgt 25 Ohm und der Widerstand R2 beträgt 60 Ohm. Gefragt sind der Gesamtwiderstand R, den wir in Ohm ausdrücken, die Gesamtstromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken, und die Teilspannungen U1 und U2, die wir in Volt ausdrücken. Zusätzlich zu diesen drei Formeln von Kirchhoff haben wir auch das Gesetz von Ohm zur Verfügung. Beginnen wir mit Groß R. R gleich R1 plus R2. Wir können R1 ersetzen durch 25 und R2 durch 60. Und so finden wir schnell, dass der Gesamtwiderstand R gleich 85 Ohm ist. Jetzt suchen wir die Gesamtstromstärke I und das machen wir mit dem Ohmschen Gesetz U gleich R mal I, aus dem wir schließen, dass I gleich U auf R sein muss. Wir ersetzen U durch 230 und R durch 85. Und so finden wir als Gesamtstromstärke I ungefähr 2,71 Ampere. Jetzt berechnen wir noch diese zwei Teilspannungen. Wir wissen, dass U gleich ist zu U1 plus U2. Wir können U durch 230 ersetzen und finden somit, dass U2 gleich ist zu 230 minus U1. Für den Widerstand R1 haben wir das Ohmsche Gesetz zur Verfügung, das besagt, dass U1 gleich R1 mal I sein muss, also ist I gleich zu U1 auf R1. Wir machen dieselbe Überlegung für den zweiten Widerstand und finden so, dass I gleich ist zu U2 geteilt durch R2. Also müssen diese zwei Brüche, die beide gleich I sind, gleich sein. Somit finden wir U1 auf R1 gleich U2 auf R2. Wir ersetzen R1 durch 25 und R2 durch 60. So finden wir diese Gleichung. Jetzt multiplizieren wir kreuzweise und teilen die Gleichung noch durch 5. So erhalten wir, dass 12 mal U1 gleich ist zu 5 mal U2. Jetzt ersetzen wir U2 durch 230 minus U1 und erhalten so diese Gleichung mit der einzigen Unbekannten U1. Diese Gleichung führt dann sofort zu U1 gleich ungefähr 67,65 Volt. Um U2 herauszufinden, nutzen wir diese Gleichheit und ersetzen U1 durch 67,65. Und so erhalten wir schnell den Wert für U2. U2 beträgt ungefähr 162,35 Volt.